Als die Schwäbische Zeitung in Laupheim geboren wurde, da mussten die Fotografen noch Filme in Kameras einlegen. Das war ein Gefrickel. Und auf den Film passten nur 36 Bilder drauf. Aber nichts von wegen Farbfilm. Da war das Bild noch schwarz und weiß, sowie die Buchstaben, die mit Tinte auf das Papier gehämmert wurden. Doch obwohl wir damals das Wort digital noch nicht einmal kannten, erschien die Schwäbische trotzdem zuverlässig jeden Tag. Bis heute hat sich daran nichts geändert, außer vielleicht, dass sie farbiger geworden ist. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil sie für mich zum Frühstück gerade so wichtig ist wie ein frischer Pratz. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Weil sie für mich wie das Salz in der Suppe ist. Weil sie auch über das Landleben berichtet. Alles Gute und viel Schwein für die nächste fürs Jahr. 40 Jahre. So alt ist die Schwäbische Zeitung in Laupheim nun. Das Schwabenalter. Denn erst mit 40, heißt es, wird der Schwabe gescheit. Haben Sie keine Angst. Neuerdings kann es schon mal vorkommen, dass wir Ihnen ein Mikrofon unter die Nase halten. Das gehört heute mit dazu. Die Welt entwickelt sich weiter und wir entwickeln uns eben mit. Die Puste jedenfalls, die geht uns noch lange nicht aus. Wo wir uns früher mit Schablonen auf Druckmaschinen abgestimmt haben, wischen wir heute die Vergangenheit einfach beiseite und stimmen uns heute nur noch mit Ihren Wünschen ab. Ganz ohne Schablonen. Wir sind schnell und immer einsatzbereit. Wie die Feuerwehr. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil Ihre Nachrichten immer brandaktuell sind. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum. Dankeschön. 40 Jahre. Die sind doch vorbeigerauscht wie im Flug. Aber was vorbei ist, ist vorbei. Wir denken an die Zukunft, denn wir wollen auch in Zukunft noch ein Wörtchen mitreden. Für mich selber ist natürlich auch ganz arg wichtig, früh am Morgen bereits brandaktuell informiert zu sein über das, was bei uns im Städtle so funktioniert und läuft. Mal bin ich mehr oder weniger begünstigt davon, aber das gehört, glaube ich, dazu. Ich freue mich über die Schwäbische Zeitung und gratuliere sehr herzlich zum 40. Jubiläum, wünsche alles Gute und auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit. Seien Sie unbesorgt, Herr Bürgermeister, wir fangen die Bälle, die Sie uns zuwerfen. Denn ganz gleich, was uns die Technik bringt, eines bleibt, wie es ist. Wir. Denn wir bleiben Menschen. Menschen, die recherchieren, Menschen, die telefonieren, Menschen, die schreiben und Menschen, die miteinander diskutieren. Wir sind Menschen, die andere Menschen empfangen und wir sind Menschen, die für andere Menschen da sind. Daran hat sich in 40 Jahren nichts verändert. Auch dann nicht, wenn man dieses schöne Laupheim einmal von ganz weit oben betrachtet. Ich lese die Schwäbische Zeitung, weil ich mit ihr auch am Boden den Überblick behalte. Weil sie hervorragend informiert und weil sie sich nicht zu schade ist, sich abzustrampeln. Weil es außerhalb der Müllstraße in Laupheim viel zu erfahren gibt. Weil sie auch im schwierigen Gelände die Spur behält, genauso wie wir. Weil sie die Geschichte am Leben erhält. Weil sie mir täglich Rheinwein einschenkt. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Vielen Dank, liebe Leser. Und wir freuen uns, auch in den kommenden 40 Jahren für Sie in Laupheim da sein zu dürfen.